So the next talk is titled Dissecting Modern 3G, 4G Cellular Modems. Der nächste Vortrag ist über 3G und 4G Modems und hier ist die deutsche Übersetzung von Franz T. und Ploy. Bitte geben Sie Feedback zu Hashtag C3T. Wir haben viele Internet of Dinge, Geräte, die kommunizieren und Zigbee und andere Protokolle sind cool und alles. Im Endeffekt wird benutzt, was vorhanden ist, was gut funktioniert. Das sind diese 3G und 4G Modems. Ich muss Ihnen nicht wirklich erzählen, wer unsere Vortragenden sind. Sie sind seit Jahren hier auf dem Kongress und ich werde Ihnen ganz einfach weitergeben an Sie und habt einen wunderschönen Vortrag. Also, heute werden wir über Handy-Modem. Wir werden nicht Basebands werden uns keine Basebands anschauen, nicht die Module anschauen, sondern unser Vortrag wird in unterschiedliche Phasen haben. Zuallererst, warum wir das gemacht haben, warum schauen wir uns diese 3G-Modems und 4G-Modems an, wo kommen wir her, was haben wir vorher schon gemacht im Bereich Modems. Wir werden uns anschauen, wie wir die Geräte ausgewählt haben, die wir uns jetzt genauer anschauen. Das ist nicht etwas, was wir erwartet haben. Zudem werden wir auf den Firmware-Upgrade-Mechanismus anschauen, was wird damit gemacht, wer hat das schon mal angeschaut und wir haben ein paar Vorschläge, wie man das besser machen kann. Zuallererst, wir implementieren GSM-Spezifikationen für die ganze letztes Jahrzehnt. Wir haben angefangen damit, AT-Kommandos zu Modems zu senden und arbeiten jetzt in einem freien Smartphone und in OpenBSD und Osmocom, um Radionetzwerke und Core-Netzwerk-Software zu implementieren. Und seit 8 Jahren hat Forge darüber geredet, wie damals moderne Hardware funktioniert. Es ist 7 Jahre her, seit wir mit Osmocom BB gearbeitet haben, unsere eigene Baseband-Software laufen zu haben auf einem kommerziellen Hardware. Und professionell arbeiten wir mit M2M, Machine-to-Machine-Geräte und haben auch selber welche gebaut mit 2G-Modems. Und von jetzt haben wir uns angeschaut, welche Geräte würden wir heutzutage mit modernen eingebetteten Geräten oder Internet of Things Geräten benutzen. Unsere 3G- und 4G-Software-Implementation, also wenn man Nachrichten über die Luft sendet und kein Ergebnis bekommt, ist es häufig schwer, hat man es richtig encodiert, wurde es überhaupt gesendet? Also haben wir uns ein Gerät zu finden, um herauszufinden, ob die Nachricht ankommt oder ein Fehler geworfen wird und vielleicht sogar Traces, also davon zu bekommen. Was es auch zu Osmocom gegeben hat, ist, dass es uns ermöglicht hat, Werkzeuge zu schreiben, die anderen ermöglicht zu verstehen, wie GSM funktioniert. IP versteht jeder, aber wie IP jetzt wirklich im Netzwerk, im Internet funktioniert, ist komplex und es hilft uns, Werkzeuge zu haben, um das zu verstehen. Kurzer Moment, schaut mal, wie ihr ein klassisches M2M-Gerät benutzen würdet. Ihr würdet ein Modem benutzen, das zertifiziert ist und würdet einen eigenen Quellcode drauflassen. Und normalerweise nimmt man einen Microcontroller und ein Modem und verbindet sie mit USB oder seriell. Aber man braucht eine größere Platine und mehr Stromverbrauch und es wäre toll, wenn man Applikationssoftware auf dem Modem laufen lassen könnte. Und eins der wichtigen Punkte ist, dass man den Stromverbrauch reduziert und man braucht weniger Teile darauf. Und damals haben wir etwas gefunden, das nennt sich OpenAT. Das wird von Sierra Wireless erstellt und es ermöglicht C-Code zu benutzen, der von deren mit GCC kompiliert wird. Man lädt es dann auf das Modem und man kann dann dort arbeiten. Es wird dort im Echtzeitbetriebssystem ausgeführt. Es ist ein ganz normaler Prozess, es ist keine Privilegienänderung. Also wenn die eigene Applikation kaputt geht, muss der ganze
neu gestartet werden. Es gibt nette Werkzeuge zum Debugging, um Informationen zu senden. Aber das Problem dabei ist, dass wenn man eine Applikation schreibt, dann weiß man so viel über dieses OpenAT-Bereich, dass man nur diese API benutzen kann. Also die ganze Architektur und Software ist folgt dem, was eine OpenAT-Applikation ist. Und wir haben damit gearbeitet und dann gibt es keinen Weg, um neue Modems zu benutzen. Und es ist eine tolle Plattform, um anzufangen, aber es ist ein totes Ende. Es ist ein Weg, eine Sackgasse. Und jetzt haben wir unsere neue Anforderung. Wie sieht ein gutes Modem aus? Und wir wollen immer noch den Code unserer eigenen Applikation auf dem Modemgerät laufen lassen und nicht nur so ein Python-Skript oder so ein bisschen Java oder so eine echte C-Applikation mit Zugriff auf das gesamte Gerät und ohne extra Kontrolle. Wir wollen nicht in einem nur für einen einzelnen Hersteller blockiert sein. Okay, vielleicht nur ein einzelnes Chipset, aber wir wollen nicht nur das machen können, was dieser Modem-Verkäufer uns erlaubt. Wir wollen debuggen können und deswegen wollen wir Log-Nachrichten bekommen. Wir wollen wissen, was das Modem macht. Wir wollen wissen, ob es irgendwelche Sachen löscht und wir wollen den Debug-Output sehen. Und bei 3G und 4G-Entwicklung, dann wollen wir auch Radionachrichten sehen. Und vielleicht kennt ihr ein Werkzeug, das X-Goldman heißt, ein Stück Software, die ein spezielles Baseband-Informationen sendet. Wir wollen etwas für X-Goldman, aber für LTE und UMTS und auch die ganzen anderen Standards. Der Modem-Markt, die Handy-Markt ist hauptsächlich von Qualcomm beherrscht. Und es ist eine Marktmacht, aber das bedeutet auch, dass wenn man ein Modem auswählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwo ein Qualcomm-Chip drauf vorhanden ist. Und Qualcomm ist sehr nah daran, was sie von einem Modem haben wollen. Sie haben ein sogenanntes DIAC-Protokoll und das wird auch in vielen anderen Prozessoren, GSM oder Femtozellen, benutzt. Das erste Mal, dass ich es gehört habe, war auf dem 28. C3 bei einem Vortrag von Guillaume, der sich diesen Stack angeschaut hat. Und dieses DIAC-Protokoll ist sehr einfach, es ist HTLC. HTLC ist eine Anfangsmarke und Kommando und Checksum und ein bisschen Daten. Und es wird für Events benutzt, wenn es ein neues Netzwerk geht, gibt es ein Event. Man kann Logging einschalten, da kriegt man sehr viel Text-Output, aber auch Befehle und Antworten können darüber versendet werden. Man kann zum Beispiel einen Befehl senden, um eine Arbeitsspeicheradresse zu bekommen. Man kriegt den Wert dieser Arbeitsspeicheradresse zurück. Und es gibt 1000 verschiedene Nachrichten, die gesendet werden können oder empfangen werden können. Und freie Software-Implementation, Modem-Manager oder GSM-Parser, die benutzen nur einen kleinen Anteil von diesen möglichen Nachrichten. Dieses DIAC-Protokoll wollen wir direkten Zugriff haben, weil das ermöglicht zu wissen, was sie machen. Also müssen wir ein Gerät auswählen, das DIAC benutzt oder zur Verfügung stellt. Und was ich in der Vergangenheit benutzt habe, weil es DIAC bei USB ausführt, ist ein bisschen alt, es benutzt alte Software, es ist nur 2G und 3G. Und wir wollten etwas Neues finden. Und eines der Geräte, das wir gefunden haben, ist ein chinesischer Hersteller. Das ist das UC20. Das leitet DIAC raus, ist sogar dokumentiert, dass es ein diagnostisches Interface ist, aber hat leider keinen LTE-Support. Also wenn Sie ein modernes Gerät haben wollen, dann macht es Sinn, nicht ein 2G, 3G-Gerät zu nehmen, sondern auch eins, das 4G unterstützt. Darum haben wir uns den EC20 angeschaut. Es sieht aus wie der UC20, aber hat dazu noch LTE, sieht gut aus, um ein Produkt darum zu bilden. Es kann zu einem anderen Platine angelötet werden kann, aber für Entwicklungsumgebung ist es in einem Mini-BCI-Express-Formfaktor. Also man kann es einfach in ein Gerät
anschließen, das einen entsprechenden Anschluss hat. Also haben wir uns den EC20 ausgesucht, das Modul, das wir uns näher anschauen wollen. Und als wir uns näher angeschaut haben, das hat ein Chipset, das überraschenderweise auch in dem iPhone 5 benutzt wird. Aber außer darum herum gibt es nicht weitere Informationen, was es macht. Und jetzt hatten wir eine Überraschung. Nachdem ich das Modem erhalten habe, habe ich den AT-Befehl-Interface benutzt, um einfach damit rumzuspielen, ob meine Applikation das tun kann, was es möchte. Und es hängt. Und ich habe mir den Verkäufer angefragt und sie haben mir ein Firmware-Update gesendet. Es ist eine Datei. Ich habe es auseinander angeschaut und die Dateisystemnamen sehen sehr stark aus wie ein Linux-System. Warum sollte mein Modem ein Linux-System drauf haben? Vielleicht habe ich irgendwas missverstanden. Und dann haben sie ein Flash-Werkzeug und es sieht das Flash-Werkzeug von Android mit Fastboot, aber vielleicht ist es komisch oder vielleicht war es auch einfach nur zu benutzen, aber andere Leute haben das sogar schon gesehen. Ein anderes hat auch Linux drauf. Im DevCon-Wiki steht das auch so drin. Und anscheinend läuft Linux auf dem Modem. Und die Frage ist, warum? Warum würde da überhaupt Linux drauf laufen? Qualcomm weiß, dass sie ihren eigenen IP-Stack auf dem Modem haben. IP-Stack, SIP, warum sollten sie damit aufhören? Es macht überhaupt keinen Sinn. Also haben wir uns das näher angeschaut und es gab auch keine Informationen, ob Linux überhaupt auf dem Gerät läuft. Und es gibt kein Angebot. Dann habe ich Arm GPL-Tools angeschaut, um Flash-File-System auszupacken. Und es sieht wirklich aus wie Linux. Und ich habe ein paar der Binaries angeschaut, die nicht Standard sind, aber Qualcomm-spezifisch sind. Und man sieht Sachen, wie aussehen wie IT-Commands, aber IT plus Q Linux, was könnte es tun? An diesem Punkt fing es an, dass man es technisch anschauen kann, außerdem von einem legalen anschauen. Können wir vielleicht den Quellcode anschauen? Könnt ihr vielleicht ein Angebot reinschreiben? Und damit gebe ich jetzt ab. Also, glücklichen Zufall habe ich mich schon mit GPL Enforcement beschäftigt in der Vergangenheit. Also, aber zuerst haben wir ein bisschen die Hardware angeschaut. Also, wenn man sich mit Hardware beschäftigt, beruflich, dann hat man die ganzen Werkzeuge und Prozesse und Partnerquellen und so weiter. Entwickelt doch mal ein paar Boards, um mit der Aufgabe zu helfen. Also, viele PCI Express Module für ähnliche Modem hat man zusätzliche Signale auf undokumentierten Pins des PCI Express Steckers, also zum Beispiel PCM Audio oder UART und so weiter. Wenn man einfach das Modem in übliches PC-Mainboard steckt, dann gehen die Signale nirgendwo hin, dann werden die einfach auf der anderen Steckerseite nicht benötigt. Also und irgendwie das dann selber nachzulöten, ist sehr unpraktisch. Also habe ich hier ein eigenes Breakout-Board entwickelt. Das ist dieses Bild hier, also es ist Open Hardware. Ihr könnt auch die Schematics da runterladen. Also hier hat man dieser Verbinder auf der rechten Seite, der all diese weiteren Signale exponiert, dass man die abgreifen kann. Das EC20-Modul zum Auflöten sagt, dass es einen Debug-UART-Pin gibt. Also es sind nicht die normalen AT-Commands zum Debuggen, aber irgendwie nicht alle Module scheinen das eingeschaltet zu haben. Wir haben von verschiedenen Herstellern das gekauft. Die haben alle verschiedene Firmware-Versionen und einige haben das Debug-Port an und andere nicht. Die, die es angeschaltet haben, haben es auf 1,8 Volt. Wie weiß ich das? Ja, in ihrer Größe haben die Designer den 1,8 Volt Voltage Rail nicht exponiert. Also man hat hier einen Haufen anderer Spannungen, aber 1,8 Volt nicht. Aber in vergangenen Projekten, wenn immer ich UART anhängen musste, hatte ich einen eigenen Level Shifter für eine bestimmte Spannung.
hingemacht, also wie zum Beispiel ja, 2,3, 2,8 und so weiter. Und ich habe ein Board gemacht, das verschiedene Spannungen UART unterstützt. Dann hat man hier einen Drehschalter, um das anpassen, damit man die serielle Schnittstelle an verschiedene andere Geräte anhängen kann. Also man hängt da den seriellen Port an und dann bekommt man ein Linux-Login-Prompt. Und das Lustige ist, wenn man sich die Firma anschaut, dann hat sein etc/passwd-File und da gibt es einen deshash drin. Und wenn man ein bisschen Passwort-Cracking macht, dann sieht man, dass es OE Linux 123 ist, das Root-Passwort. Also mittlerweile waren wir 150% sicher, dass da Linux drauf läuft. Und ja, das, also so sieht das ganze Setup aus. Ich habe da noch drei zusätzliche Pins hingelötet, um auf UART Zugriff zu haben. Und jetzt konnten wir uns das genau anschauen. Also, wo finden wir denn jetzt den Source Code? Also, wir hatten keine Lizenz erhalten zum Produkt, wir hatten kein Code erhalten, also, aber wir wissen, GPL-lizenzierte Software wird verwendet. Also der Hersteller hat da nichts darüber veröffentlicht, also haben wir uns ein bisschen umgeschaut, also vermutlich machen ja die anderen Geräte das Gleiche und es stellt sich ja aus, Qualcomm stellt dieses Open Embedded Build System bereit, um Linux für diese Modem-Chips zu bauen, also es enthält auch die Open Embedded Meta Layer, der Bootloader und einige andere Teile. Es ist praktisch ohne dokumentiert. Also es gibt ein paar Git-Repos, da kann man reinschauen, aber es gibt nicht wirklich eine Dokumentation, über wie man das verwenden muss. Also wenn man die Startseite anschaut von Qualcomm, das ist Code Aurora, gibt es hunderte von Branches und Tags und man weiß nicht, was man wo verwenden muss. Und es steht einfach irgendwo, das ist eine Beispielversion, die man bauen kann. Also vor ein paar Jahren hat jemand im Forum geschrieben, ich habe eure Anleitung befolgt, aber es hat irgendwie nichts funktioniert. Also, aber es ist öffentlich. Also man findet es auf dieser Webseite und man kann das für sich selber bilden. Also wir haben natürlich auch Probleme, dass gewisse Dinge nicht gebildet werden können, aber einiges hat funktioniert. Dann haben wir mit dem Modemhersteller gesprochen und haben für den kompletten Source Code angefangen. Und sie haben uns den Code des Firmware Update Tools geschickt. Sie haben uns das geschickt, der ist eigentlich nicht GPL lizenziert, aber ja, die haben uns den Source Code trotzdem geschickt. Also da konnten wir halt dann verstehen, wie das Firmware-Update auf dem Modem funktioniert. So, dann haben wir nochmal gefragt, können wir den kompletten Source-Code erhalten? Also die ganzen Schreibfehler hier, die sind nicht von uns übrigens. Also wir hatten noch nie Probleme mit IP und Rechten. Also sie haben uns dieser schöne Brief geschrieben und da steht drin, wir halten uns an die Gesetze und Lizenzen und wir haben keine Verträge mit Copyright Owners und die essentiell sind. Also scheinbar Linux ist nicht essentiell. Und ja, damit wir eben die Spielregeln einhalten. Also wir haben halt erneut gefragt, es ist immer die gleiche Frage. Und also, ja, also wir wissen das zu schätzen, dass ihr das ernst nehmt. Und ja, also scheinbar habe ich nicht das Recht, Copyright durchzusetzen, wurde mir dann von Anwalt von Quacktel gesagt. Und scheinbar hätte ich mein Copyright zur Free Software Foundation abgetreten, aber das habe ich nie gemacht tatsächlich. Also ja. Also Quacktel respektiert immer Intellectual Property Rights natürlich. Also wir haben wieder gefragt und dann am Ende kam, ja, danke für Ihr Detail.
detaillierte Erklärung. Wir geben euch einen Tarball. Ja, wir sind immer darauf erpicht, mit der GPL die Bedingungen einzuhalten. Ja, wir haben dann auch ein paar Warning Notices geschickt. Da hieß es dann, ja, wir sind nicht perfekt, wir können euch keine perfekte Webseite bauen. Nach dem habe ich ja gar nicht gefragt. Und dann haben wir endlich einen Tarball erhalten, aber man konnte das nicht bilden. Und da habe ich gemerkt, da fehlt ein Header-File. Und zufällig war das genau das Header-File, das ich geschrieben hatte. Ich weiß nicht, ob die genau das absichtlich entfernt hatten. Ja, und bei IP-Tables gibt es halt ein spezieller Header-File. Da gibt es 8 Zeilen Code mit Boilerplate und das fehlt. Und Quexel hat gesagt, ja, wir haben dieses File nicht, Qualcomm hat das auch nicht, die haben uns das nicht gegeben, aber tatsächlich ist es in den öffentlichen Repositories von Qualcomm und der Kernel kann nicht gebaut werden ohne das File. Und ach ja, und übrigens, wir diskutieren keine Compile-Issues per E-Mail mit euch. Naja, dann etwas später kommt man einzelne Header-Files in einzelnen E-Mails, man fügt die zum Kernel-Code hinzu. Und man sieht dann, die Scripts im Kernel haben fehlende Executable-Bits, aber gewisse C-Files haben jetzt plötzlich Executable-Bits, dann andere Header-Files fehlen und so weiter und so weiter. Wir haben diverse Source-Code-Tarballs erhalten. Man hat da nicht nur GPL und LGPL-Code drin, sondern auch anderen Code drin mit Apache-Lizenz und so weiter, also dass man nicht veröffentlichen müsste, aber das haben sie absichtlich gemacht. Und also ist natürlich schön, dass sie uns mehr geben, als sie wirklich müssen. Aber es ist immer noch nicht die Lizenzbedingung eingehalten. Zum Beispiel von der Busybox fällt die Lizenz. Ja, aber das ist natürlich nicht mein primärer Fokus. Also ich meine, es wird langsam besser und man kann es langsam benutzen. Es gibt noch andere Modemhersteller wie Sierra Wireless. Die bauen auch mit diesen Qualcomm-Chips Modems. Und die veröffentlichen nicht bloß den Source Code, sondern dazu noch ausführliche Dokumentation. Also das ist ein Stückchen von Screenshot, bei dem gezeigt wird, wie man das baut mit Open Embedded, wie man das mit Fastboot flasht und so weiter. Also so gut wie sie mit dem Open Source Bereich sind, probieren sie allerdings auch Vendor Lock-in Produkte zu verkaufen, wie eben das schon vorher erwähnte OpenAT. I'm going to hand back to Holger. Ja, jetzt gebe ich zurück an Holger. We're going to very briefly look at the hardware. Wir schauen uns ganz kurz die Hardware an. Es ist ein Qualcomm-Chipset. Es ist auch in iPhones verwendet worden und vielleicht in einem zukünftigen Auto. Also es ist von Qualcomm und Sierra Wireless, aber von feinen Software-Standpunkt aus, also da läuft Linux drauf, leider gibt es absolut gar keine Dokumentation über die Hardware im Internet, also nicht mal auf anderen Webseiten, einfach gar nichts. Also zur Hardware-Übersicht. Also wir wissen, da ist ein ARM-Prozessor, wahrscheinlich Hexagon. Die sind irgendwie verbunden, aber keine Ahnung, da findet man nichts. Also sehr frustrierend, in der freien Software-Community zu sein, zu sehen, dass Linux langsam den Markt übernimmt, aber dann einfach gar keine Hardware-Dokumentation zu haben. Also wir haben nicht mal ein Blockdiagramm. Also schauen wir uns mal die Software an und untersuchen das System von der Software-Seite her. Also wir konnten eine serielle Konsole da haben, aber nicht alle Modems haben das eingeschaltet und wir wollten rausfinden, ja, wie kann man rausfinden, wie man das einschalten kann und also wenn man da extra Zeug auflöten muss, ist das mühsam und wir haben gesehen, auf einem Gerät läuft eine Android-Debug-Bridge, also wenn ihr Android Entwicklung kennt, das, ja, da kommt man so an eine Shell. Dann sieht man auch hier das AT plus Q Linux Command, um etwas auszuführen. Und wir haben da was gefunden, ein Skript, das das Android Debug Port umkonfiguriert, das dann auch
AT-Kommandos ermöglicht. Und dann plötzlich funktioniert Serial auf deinem Host Linux nicht mehr, weil sie benutzen QC-Serial-Modul und das hat was mit der Anzahl Interfaces zu tun, und wenn man das hinzufügt, dann hat man plötzlich 5 anstatt 4 und der Treiber kann dann das Interface nicht mehr identifizieren. Da muss man etwas rumbasteln und der Linux-Kernel-Treiber brauchte dann ein Patch, damit das dann funktioniert hat. Und jetzt funktioniert das halt im Prinzip mit jedem Modul. Ach ja, und übrigens, die ADB-Shell ist root, also man ist da sofort root. Also es gibt keine irgendwie Sicherheitsmechanismen, kein SL-Linux, also es ist ein sehr schönes, offenes Linux-System. Also wir haben das gebaut, das ist etwas komisch, der Bootloader scheint proprietär zu sein, dann gibt es den Android-Bootloader, dann Linux-Kernel, dann die Android-Debug-Bridge, überraschenderweise benutzen die nicht den Rest von Android, also wir haben GNU-libc, BusyBox-Userland, also so ein klassisches Open-Embedded-Bild-Umgebung. Es ist entwickelt und gemaintained von Qualcomm, aber die haben so viele Releases, man weiß nie, wo man ist. Und dann habe ich mir den Linux-Kernel näher angeschaut, wie er mit veröffentlicht wurde, und zu meiner Überraschung gibt es da keine Binär-Only-Kernel-Module, also alles wurde Quellcode veröffentlicht und es gibt immer noch sehr viel Quellcode. Und wenn man sich den ein bisschen anschaut, also der Diff zeigt zwischen den beiden nächsten Mainline-Versionen und den benutzten Modulen, haben wir 1.5 bis 1,9 Millionen Zeilen Codes. Unterschied. Also das, die Zeilen von dem Diff-Output sind nicht wirklich die Zeilen, die unterschiedlich sind, aber der Unterschied ist ziemlich groß. Und natürlich vermutet man, dass diese Kernel CPU-spezifische Sachen hinzufügt, die haben jetzt einen Treiber-Code, aber wenn man sich das detaillierter anschaut, das Disclaimer, ich habe Qualcomm Android Linux Kernel mir noch nicht so genau angeschaut in den letzten 10 Jahren oder letzten 8 Jahren oder 6 Jahren oder wie auch immer es sei. Ich weiß, dass da sehr viel Quellcode ist, aber ich erwarte nicht, dass all diese Sachen sind. Die haben unsere eigene Logging-Infrastruktur und geteiltes Memory ist nicht mit dem Modem geteilt, sondern nur mit dem Linux, mein Interprozessor-Kommunikations- EPC ist nicht normalerweise, sondern ist Interprozessor-Kommunikation. Ein paar Sachen heißen anders. Und das ist ganz überraschend, das nennt sich Remote Binlock. Also man hat eine, nur ein Thread kann einen kritischen Grad eingreifen, also einen kritischen Pfad eingreifen, oder mehr Prozessor Linux-System. Und hier kann man sogar das Modem-Prozessor blockieren. Also der Hexagon auf der anderen Seite, dass der nicht in einer speziellen Sektion ankommt. Wenn man jetzt das Echtzeitbetriebssystem in Busy Waiting hält. Und wenn man den Quellcode anschaut, weil ich den Kernel Source Code seit einer Weile nicht mehr angeschaut habe, habe ich erwartet, dass es in den ganzen Linux Android Phones die Qualcomm Chipset haben, und weil es Open Source ist, müssen viele Leute sich das angeschaut haben, und es muss irgendwo Dokumentation und Übersichten geben über die ganzen Subsysteme und wie die zusammenarbeiten, wie das funktioniert, aber und ich könnte das ganz einfach anschauen, diese ganze Dokumentation anschauen, aber interessanterweise existiert es nicht, und so muss ich diese Dokumentation schreiben. Es gibt jetzt einige Informationen in unserem Wiki, und ein der interessanten Teile ist der geteilte Memory-Device, das Interaktionsinhalt zwischen einzelnen Cores ist, man hat unterschiedliche Remote-Netzwerke, man hat ein BAM und BAM-to-BAM, das ist Bus-Zugriffsmanager, und wir haben API und API, das Internet-Paket-Beschleuniger und ein paar diagnostische Informationen, die weitergeleitet werden und so weiter. Und wenn man die ganzen Subsysteme hat, und ich habe ein Bild gemalt davon, um zu zeigen, was da in diesem Modem passiert. Wenn man sich dieses Bild anschaut, dann sieht man die großes Viereck oben, das ist der Applikationsprozessor, unten das kleine Teil ist der Modem, worüber wir eigentlich nicht viel wissen, aber auf der Linux-Seite, weil der Quellcode ist, können wir uns genau anschauen, was passiert. Wir haben geteilt Memory und Kanäle, die da drin sind, unterschiedliche Subsysteme sind auf den einzelnen Kanälen, 2 für AT-Commands, die seriellen Funktionen zum USB-Gadget-Code benutzt werden. Wichtig
wichtigste Teil ist das USB, mit dem man redet. Da redet man nicht mit dem Modem direkt, mit dem Modem-Prozessor, sondern man redet USB mit dem Linux-Gadget in dem Linux-ARM-Core auf diesem Gerät. Und dieser Linux-ARM-Core leitet das weiter zu dem auf unterschiedliche Art und Weise. Und man hat diese kleine Kiste, die den User-Space symbolisiert. Und die Pfade sind sehr interessant. Man hat den seriellen Port, man hat einen für GPS, und einen für AT-Befehle und man denkt sich so, hey, das sind beide serielle Ports, Geräte, die müssen ähnlich behandelt werden, aber nein, der GPS-Part wird hier über User-Space gehandelt, das ist ein virtueller Seriell-Port und dann in den Serial-Gadget und AT-Commands werden direkt weitergeleitet und sind nie im User-Space. Also ich habe keine Ahnung warum, aber das ist überraschend komplex. Und wenn wir uns das Diagnostik-Subsystem anschauen, ich habe jetzt keine Graphen mehr angeschaut, ich habe einfach nur ein bisschen Dotty darauf geworfen. Wir haben das Modem DSP auf der linken Seite und dann haben wir den Linux-Kernel, wo wir den geteilten Arbeitsspeicher haben, den Forwarding-Module, daran dann eine Diagnostik-Funktion über das USB zum Host. Wenn wir den das DIAC-Protokoll mit dem Modem redet, dann geht es hier durch Linux zum Modem. Aber was noch interessanter ist, ist, dass ein diagnostischer Character-Device bei Linux ist, das nennt sich DFDIAC, und QMOX und andere Prozessoren, die greifen darauf zu. Und die sind diagnostische Geräte und die ganze Logging, dass man den Linux-User-Space-Protokoll hat, die benutzen nicht Syslogs und nicht das Android-Log-Framework, sondern die loggen durch diesen Qualcomm-Prozessor. Man kriegt es auch durch dieses Kernel-Device zu diesem Funktiongerät über USB zum Hosten. Das heißt, wenn man herausfindet, welche Logging-Flaggen man einschalten muss, dann kriegt man auch die Log-Prozesse von diesen Linux-User-Space-Protokollen. Sehr Qualcomm-ähnlich, aber sehr komisch für die Linux-Umgebung. Netzwerk, das QMI, das Modem kontrolliert, mit welchem Netzwerk man sich verbindet, ob man welche Modems und welche Einstellungen einstellt. Dann kann man eventuell QMI, CLI benutzen mit einem Linux-Laptop, um mit diesem Modem zu reden. Und in diesem speziellen Fall, mit diesen Linux-basierten Qualcomm-Modems, hat man wieder dieses Modem DSP, das geteilte auf den Arbeitsspeicher zugreift, redet mit dem RM-Gadget und dann hat man den Host-Computer hier auf der rechten Seite. Und das ist der Pfad, den QMI normalerweise nimmt. Dann hat man auch noch QMI im Userland auf dem Modem selber. Das ist hier. Und die haben einen QMAXD, QMI Multiplexer-Dämon, und der hat Unix-Domain-Sockets zu unterschiedlichen Programmen. Diese ganzen Programme im User Space benutzen diese Sockets, um mit dem Modem QMI reden zu können. Und diese können alle Status Reports bekommen und Sachen ändern und ganzen Modem rumkonfigurieren. Das ist etwas, was wir haben wollen von unserem Standard-Applikation. Wir wollen unsere eigene Software darauf laufen lassen und wir wollen mit diesem QMAXD reden. Und die Analyse zu verbessern, haben wir das Open Embedded benutzt, das von Qualcomm veröffentlicht wurde, um ein ähnliches OPKG zu erstellen, um die Werkzeuge zu erstellen, sogar DevTries und so weiter, um uns einfach mal umzuschauen. Außerdem haben wir ein paar C-Programme geschrieben, um Teste durchzuführen, um QMI aufzurufen aus dem Modem. Sehr erfolgreich und wir haben ein paar, die werden immer noch von den speziellen Libraries vom Modem angreifen und wir haben auch freie Programme. QMAX, die Wrapper, das ist ein LD Preloader Library, die QMXD an den Client weiterlendet. Es gibt eine libqmi-glib-Kommunikation. QMXD zu reden. Damit könnte man dann ein Programm laufen lassen, das gegen eine freie Software auf dem Modem laufen lassen. Das heißt, du kannst bauen, als ob es
programmieren, als ob es auf dem Laptop laufen würde, aber dann auf dem Modul laufen lassen. Außerdem gibt es noch Osmium QDiag, um diese Diag-Logs von dem Modem zu bekommen. Das wird dann auf dem Laptop laufen, mit dem Modem verbunden. Man kriegt die ganzen Traces, nicht nur DE-Interface-Traces, sondern auch PMI-Protokoll-Interfaces, die dann von libqmi dekodiert wird, um einen Text zu bekommen. Und wir arbeiten daran, dass das alles noch in Wireshark kommt, die ganzen Details in Wireshark zu bekommen. Aber das ist noch nicht fertig. So, welche Programme haben wir? ADBD, wir wissen, was das macht. Wir haben einen ATVD-Daemon. Was macht das? Es implementiert diese ATE-Weiterleitungsbefehle und andere ATE-Befehle. Benutzer-Space können gewisse Befehle weiterleiten an den Linux-User-Space, wo sie dann implementiert werden. Zum Beispiel könnte man spezielle ATE-Befehle in User-Space-Programmen implementieren. Es gibt auch viel weitere Software, die wir uns noch nicht wirklich verstanden haben. Wir wissen teilweise nicht mehr, was sie tut. Und dieses eine Monster, QTC-Map, Connection Manager, und es gibt irgendwie die Möglichkeiten, Linux mit LTE Backup laufen zu lassen, und im Endeffekt verbindet man ein WLAN-Chip zu dem SDIO-Interface vom Modem-Modul, und dann hat man einen vollen Personal Access Point Gerät, das ein LTE Backup hat. Und die Parameter für das WLAN, den Schlüssel und die SSID und den Kanal konfiguriert man über IT-Kommandos, IT-Befehle. Und wenn man irgendwann mal ein Software nimmt, sich anschaut, um IT-Befehle zu machen, um daraus Textkonfigurationen für WPAs zu bekommen und aus T-Daemon, dann kann man sich diesen Quellcode anschauen. Ich möchte es aber eher nicht tun. Wir haben die Quacktail Bridge, die sehr einfach ist. Es liest von einem Gerät und schreibt in ein anderes. Und es ist so ein komplexer Task, dass man einen anderen Prozess braucht und dann irgendwie drei Threads oder sowas. So. Das bringt uns zu diesen lustigen Sachen und Elementen, die man in diesem Modem findet. Das erste ist AT plus Q Linux Befehl. Man kann beliebige Shell-Kommandos als Root in einem Read-Write-Root-Filesystem ausführen. Das heißt, man kann quasi alles machen. Man kann ein arm/rf ansenden und das ist tot. Es ist tot. Außerdem gibt es Befehle, in Fastboot-Modus zu gehen, dass man die Firmware updaten kann. Man kann ein spezielles AT-Befehl, um DMASC empfangen zu können, und man ganz viele andere AT-Commands. Und wenn man jetzt einen Strings-Call auf diese Executables sendet, dann sieht es in vielen Fällen aus, als sei es Shell-Script. Und eines der witzigsten, die ich gefunden habe, ist, wie viele Prozesse und Threads man braucht, um das Betriebssystem neu zu starten. Und wie restartet man das System? Anscheinend ist das hier die einfachste Methode, die sie gefunden haben. Das erste System, Reboot Diag, macht einen Diag-Infrastruktur-Call, und es startet ein Thread, das einen anderen ausführt, mit einem FIFO. Und dann wird ein Modem Reset in ein FIFO von dem Prozess, den gerade erstellt wurde. Und das führt dazu, dass dann eine QMI-Nachricht an das Modem gesendet wird, das diesen Baseband-Prozessor neu startet. Und dann löscht man diese temporäre Datei, weil /temp ist kein TempFS, sondern ein Leseschreibsystem. Und dann schreibt es reboot in /dev/rebooter/dev mit fwrite, nicht Echo dieses Mal. Das ist ein C-Programm, kein Shell. Und sie haben anscheinend festgestellt, dass es fwrite gibt. Und dann gibt es einen Reboot-Daemon, wieder mit mehreren Threads, der dieses Rebooter-Device liest, und da haben sie den Quellcode veröffentlicht. Das ist der echte Quellcode. Wenn man dort was liest, dann gibt es ein schönes Kommentar, was es macht. Macht einen String-Compare. Man hat das erste printf, going for reboot. Dann hat man einen zweiten printf, initiating reboot, und dann hat man einen System Call mit Reboot Application. Das ist anscheinend die einfachste Methode, um das durchzusetzen, um das durchzuführen. Und wenn man jetzt fragt, würde, wie man ein Linux-System neu startet, das ist die neue Referenzimplementierung.
So macht man das in Zukunft. Und dann wird C-Programme, die aussehen wie Shellcode. Das ist ein zusammengeschütztes Strings auf Echo. Echo kopieren, sogar ein Semikolon da drin. Man sieht ein Echo in Duty Cycle von irgendeinem Pulse Modulation. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Und sie grappen sogar mit Prozessen und sie töten Prozesse, sie killen Prozessen, den obskursten Dingen und sie machen sogar LS und anstelle OpenDir und ReadDir, um die Liste der Dateien zu bekommen. Es ist sehr interessant. Bringt uns zu dem nächsten Inhalt, die Firmware-Updates. Also, ich habe dieses Beispiel übersprungen, ich muss mal kurz einbrechen. Diese ganzen Machine-to-Machine-Modems haben normalerweise eine LED und die Blinking-Rhythmus der LED zeigt, ob es registriert ist mit dem Netzwerk, ob die Datenverbindung offen ist und ob es funktioniert. Alles unterschiedliche Blink-Pattern. Wie implementiert man das auf diesem Modem? Naja, man macht ein User-Space-Daemon, das System Echo 1 zu diesem GPIO sendet die ganze Zeit, damit die LED blinkt. Nicht, dass man der Kernel eine Infrastruktur hätte, um eine LED blinken lassen zu können und so weiter. Aber egal. Wir haben einen Daemon, der nichts macht, als die GPIO ein- und ausschaltet, dadurch, dass ein neuer Shell-Prozess geöffnet wird mit dem System Syscall. Und damit gebe ich weiter zu Olga. Eine weitere Frage ist, erwartet ihr, dass nach Firmware-Upgrade irgendetwas ist oder sind das einfach nur leere Folien? Und die Antwort ist, sie wissen, dass sie Firmware-Upgrades anleiten müssen und Over-the-Air-Upgrades und die müssen so klein wie möglich sein. Und das ist sogar etwas, was Qualcomm für Modemhersteller vorbereitet. Es sieht Android 4.0 aus. Ich benutze jetzt Android nicht, wie das funktioniert. Aber vielleicht haben euch einige von euch das ein bisschen näher angeschaut. Das ist eine ZIP-Datei. Die beinhaltet die Änderungen und sie haben da überraschenderweise sogar Hashe mit SHA-1-Hashes hinzugefügt und es wird sogar mit einem privaten Schlüssel signiert und das Ergebnis wird in einen Kommentar im ZIP-File geschrieben. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist schön, dass sie sich vorbereiten, vielleicht auch irgendwann sichere Firmware-Upgrades mit diesem minimalen Delta zu machen. Was hat Qualcomm mit diesem Code gemacht? Sie benutzen es immer noch. Das ist sehr schön, aber sie haben den, sie haben sich wirklich entfernt, aber sie benutzen den RSA-Code überhaupt nicht, um die Signatur zu überprüfen und anstelle die Android-Methode zu benutzen, um die Systeme zu patchen, haben sie ihre eigene Komponente von einer Firma, die Redband hieß und jetzt ist es Harmon und wahrscheinlich bald Samsung und diese Komponente ist nichts, was Quacktail geschrieben hätte, sondern es ist ein kommerzielles Produkt und es wird UC20-Modul auch schon benutzt und auch in anderen Autoherstellerprojekten wird diese Update-Methodik verwendet. Und in diesem Moment habe ich geschaut, wie funktioniert denn dieses Update-Format? Und anstelle eines sehr komplexen Format zu haben, habe ich diese Folie und andere Leute, Messi Solnik zum Beispiel, Black Hat, hat einen Angriff auf OMA Device Management gehalten und der Update-Mechanismus hier kann nicht von der anderen Seite remote getriggert werden. Das Modem muss danach fragen, also schon ein bisschen sicherer. Aber als ich das näher angeschaut habe, ein Hexdump von einem speziellen Delta-Update und mit DDoS-Bar haben wir verstanden, wie das Update-Binary aussieht und wir haben ein kleines Werkzeug geschrieben, um ein existierendes Update zu nehmen, um es in kleinere Teile zu zerbröseln und unsere eigenen Diff-Dateien zu erstellen. Das Format selber hat sehr viele unterschiedliche Pointers und Offsets. Und zum Beispiel haben wir schon einen Offset hier. Hat einen Standard-Header und dann nach dem Header haben wir ein LCMA-Compressed-Inhaltstabelle oder je nachdem, wie man das nennen möchte. Und dann haben wir ein Offset in den
dekomprimierten der Version Inhaltstabelle, wo File-Updates sind. Und wenn man eine neue Datei erstellt, dann hat man falschen Offset und Update-Binary, das bricht ab mit unserem schlecht ausgesandten Update-Datei. Also ist nicht sehr robuster Code, ist sehr komplexes Dateisystem und es gibt überhaupt keine kryptografische Signatur. Wenn man Strings auf das Gerät hat, dann hat man die Signatur, aber das ist, geht nur um eine CRC 32-Checksumme. Der nächste Teil, jetzt wo wir dieses Update-Format funktioniert, können wir unsere eigene Update-Datei erstellen. Und die Frage ist, wie enden sie auf dem Gerät? Das ist etwas, das im AT-Forward-Daemon implementiert ist. Wenn man dort nach einem speziellen String sucht, zum Beispiel wget oder update.zip, und dann kann man schon ahnen, wie diese Applikation funktioniert. Also man sendet einen AT-Command mit einem URL, wo man Updates herbekommt, dann hört es die normale IP-Verbindung, öffnet eine neue Verbindung auf dem Gerät selber mit dem QCMap Connection Manager, dann wird ein WGET gestartet, um die Datei herunterzuladen, dann wird das System benutzt, um sie in die richtigen Orte zu verschieben, dann erinnert es sich daran, was es gemacht werden möchte und startet in die System Recovery Partition. Und das Update-Sys-File wird angewendet und startet neu, ohne jegliche kryptografische Überprüfung oder Checks. Also wenn man jetzt dieses Easy-Update-Prozess benehmen kann, dann kann man ein beliebiges Binary darauf installieren, auf dem Modem oder irgendwo sonst auf dem System. So, wie man das möchte. Und um sich anzuschauen, wie schlimm das jetzt wirklich ist, ist, was wollen wir, dass sie machen? Und damit rede ich jetzt mit Herrn Aaron. Also gut, ich meine, es ist alles ganz schlimm, alles sperrangelweit offen und unsicher. Das ist natürlich für uns lustig, weil das ist genau das, was wir wollen. Also wir wollten ja ein Modem, mit dem man machen kann, was man will. Also wir mussten keine komplizierten Sicherheitsmechanismen aushebeln, ja, also die da den Besitzer des Modems irgendwie draußen halten, also Security-Probleme sind da nicht gefixt, aber eben wir wollen ja das so, dass man den Benutzer nicht ausschließt. Also einen öffentlichen Aufruf an die Hersteller, also denkt dran, die Offenheit der Plattform ist wichtig, aber wir möchten natürlich schon, dass grundsätzlich diese Sicherheitslücken geschlossen werden. Also wir wollen geschützt sein von bösartigen Angreifern, aber natürlich die Besitzer und die Benutzer des Devices, denen soll diese Flexibilität erhalten sein, bleiben. Also wie sieht es denn heute aus? Wir haben gerade ein Wiki aufgemacht beim Osmocom Project. Also wir haben dafür Quectel, Qualcomm, Modems die Informationen zusammengetragen, die ich habe aus meiner Lektüre von tausenden von Zeilen von Source Code. Die Debug-Tools, die ich vorgestellt habe, sind da in einem Git-Repo. Die Hardware-Boards sind als Open-Hardware da auch veröffentlicht. Und ja, leider, die LibQMIG-Integration ist immer noch am Entstehen. Also ich habe halt noch nie was geschrieben, das glib verwendet. Also ich bin in der Regel halt so mehr Low-Level. Und die Dokumentation ist immer noch am Weiterwachsen, also alle von euch, die das interessiert, die diese Plattform verstehen wollen. Also ihr müsst nicht notwendigerweise selbst Reverse Engineering machen, also könnt auch einfach Source Code lesen, ein bisschen mit dem Gerät rumspielen. Also wir haben auch in Planung ein Open Embedded Package Feed, dass man leicht weitere zusätzliche Pakete auf diesen Modems installieren kann. Es gibt
es gibt einen Haufen Platz da, also man hat 20, 30 Megabyte Flash-Speicherplatz, also man kann da viele weitere Pakete installieren und wir wollen eine komplett freie Software-Userland auf diesen Geräten. Also diese ganzen Proprietär-Dinge und Bibliotheken, die da laufen, also den Open-Source-Kernel und diese libqmi-glib-Integration und wir haben eigentlich alle Bauteile da, um übliches Linux-Userland da laufen zu lassen. Okay, now before we go for Q&A, in a minute, also bevor wir zu den Q&A kommen, haben wir noch eine Ankündigung. Also Osmocon hat jetzt Support für 3G, 3,5G. Aber es sind nicht sehr viele Leute, die da was dazu beitragen. Also wir wollten euch motivieren, um uns zu helfen. Also wir haben gerade ein neues 3,5G-Programm gestartet, um 3,5G-Femtozellen bauen zu können. Und die Osmocom-Code unterstützt diese Femtozellen bereits. Also ihr könnt im Prinzip euer eigenes 3,5G-Netzwerk betreiben. Wir geben 50 freie Femtozellen ab und wenn ihr so eine wollt, gratis, dann stellt euch unser Projekt vor bis Ende Januar und dann könnt ihr so eines erhalten. Also, nun zu den Fragen. Also, wir haben hier 8 Mikrofone im Saal. Also stellt euch bitte zu dem Mikrofon hin, wenn ihr Fragen habt, dann vom Signalengel haben wir eine Frage. Das Internet will wissen, ob es ein nächstes OpenMoko geben wird. Nein, nicht von uns, wir arbeiten nicht an Mobiltelefonen. Wir schauen uns Modems an, nicht Mobiltelefone. Mikrofon 2. Also, nur um das zu klären, also läuft auf dem iPhone 5 Linux? Das wissen wir nicht. Also, wenn das hier jemand rausfindet, lasst es uns wissen. Aber wir sind sicher, dass da etwas anders laufen könnte, aber wir wissen es nicht. Signalengel nochmal. The internet wants to know why there are no Mini PCI Express /M2 to USB. Wieso gibt es kein Mini PCI Express M2 zu USB 3 Adapter? Also LT müsste ja irgendwie 300 Megabit locker schaffen können. Wieso gibt es da keine USB 3 Dinge? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin halt nicht im Adapter Business. Also wir haben dieses Open Hardware Device gemacht, aber aus einem bestimmten Bedarf, aber da müsst ihr die Hardwarehersteller fragen. Kann man den ganzen EC20 mit dem Breakout Board und UART und so weiter als ein Kit kaufen? Ja, du kannst uns kontaktieren, aber es ist nicht etwas, auf das wir vorbereitet sind, aber ich bin sicher, da können wir darüber sprechen. Also wir sind nicht hier, um was zu verkaufen, sondern um euch zu motivieren, etwas über Modems zu lernen. Also mit der Android Debug Shell braucht ihr eigentlich das Serielle gar nicht. Also selbst wenn es irgendwie kaputt flasht, kann man das wieder neu flashen und ihr habt die Root Shell und mit ATQ Linux Commands kann man auf der NMEA Konsole ein Login starten. Also wenn ADB nicht funktioniert, kann man dann ein Login kriegen. Also sehr einfach da loszulegen ohne seriell. Signalengel. Habt ihr versucht, den Source Code zu erhalten von anderen Herstellern? Ja, zurzeit wissen wir von 3 Herstellern, die dieses MDM 9650 plus Linux-Kombination verwenden. Von Quectel haben wir gerade gesagt, wie es geht. Sierra hat alles veröffentlicht von sich aus in einer sinnvollen Form. Da muss man nichts nachfragen. Es ist da, es ist dokumentiert. Und das dritte ist so ein altes End-of-Life-Modul von Huawei. Da haben wir nachgefragt, aber das
ist immer noch am Laufen. Es ist interessant, von einem chinesischen Supplier kommt man dann die Ausrede, ja, Weihnachten kommt jetzt, weil es gibt ja so viele Christen in China. Ich bin sicher, wenn wir im Januar fragen, kommt dann, ja, es ist Chinese New Year jetzt dann. Ihr habt erwähnt, diesen Qualcomm-Chip, der im iPhone 5 steckt. Ist es wahrscheinlich, dass der iPhone-Applikationsprozessor AT-Kommandos an diesen Qualcomm-Chip schickt? Ist das immer noch so state-of-the-art? Nein, es ist nicht state-of-the-art und ich denke auch nicht, dass es passiert. Also diese ganzen Modem-Module, die AT-Kommandos sind da aus Legacy-Gründen. Also man hat einen Modem-Manager oder was auch immer man heute braucht, spricht QMI mit dem Modem. Nochmal zum Signal-Engel. Was ist die totale Größe vom Flash, vom RootFS und wie viel RAM hat dieses Ding? Ich kann mich nicht erinnern an die Flash-Size. RAM ist 32 Megabyte. Also 32 Megabyte auf diesem Ding. Der Nachfolger von diesem Gerät hat 128 Megabyte RAM. Also die Flash-Size, ich kann mich nicht genau erinnern. Aber also schaut euch das Wiki an. Wir haben Bootlogs und DMSC-Output und so weiter. Also you said that you tried or checked Legato Linux from Du hast Sierra. Gesagt, ihr habt Legato Linux von Sierra angeschaut. Wäre es da möglich, einen komplett eigenen Kernel zu bauen und eigene Applikationen? Ja, es ist möglich, aber natürlich, wenn man das macht, dann muss man viele Dinge mit kaufen, die du dann am Ende nicht benötigst. Also du unterstützt einen Vendor, der halt sich ja sehr stark probiert, sich an die eine Plattform zu binden. Also nein, man muss nicht das Framework zu verwenden, aber ein Teil, den man bezahlt, ist dieses Framework und deshalb sind ihre Produkte teurer. Habt ihr so eine Abschätzung über wie viel Energie das braucht? Nein, haben wir nicht, aber ich gehe davon aus, dass es hoch ist. Wenn man dieses Gerät anschaut und S-Trace macht, und dann sieht man, dass die CPU einfach alle paar Millisekunden aufwacht und dann sieht man, naja, es ist nicht energieeffizienter C-Code, also sehr, sehr ärgerlich zu sehen, dass diese Prozesse die ganze Zeit laufen. Und von der vorigen Slides, das Echo Mem zu SysFS, das ist im Prinzip das fortgeschrittene Power Management, also dann also man schreibt da im SysFS, damit die CPU einschläft. Also ja, also ich nehme an, das kann man besser machen, als was es jetzt ist. How accessible is the baseband? Wie zugangsfreundlich ist der Baseband, also zum Beispiel Speicher oder EMI und so weiter? Das haben wir nicht wirklich im Detail angeschaut, aber wir haben da keine Signaturverifizierung oder irgendwas gefunden, also ist wahrscheinlich komplett offen. Die DSP-Firmware ist in drei separaten Partitionen, es gibt keine RSA-Signaturen. Am Ende der Partition, also es scheint, dass man das modifizieren kann oder vielleicht haben sie das Poke-Kommando eingeschränkt, aber das haben wir nicht angeschaut. Also diese Module, die verfügbar sind in den OGA-Paketen für PCIe-DevBoards, kann man die für Open Hardware haben? Ja, wie gesagt, also die sollten verfügbar sein. Vorübergehend waren die nicht verfügbar wegen GPL-Enforcement-Ding, aber sie sollten wieder verfügbar sein. Was kosten die Dinger so? Vielleicht so 47 sowas Euro oder vielleicht etwas mehr als 50, aber in dieser Größenordnung. So, one more question from the internet. Yeah, and the internet wants to know if you can capture layer 2 network stuff with this. Kann man Layer 2 Netzwerkzeug damit aufzeichnen? Ja, kann man. Ja, wir kommen zum Ende der Q&A-Session. Und wir hier kommen zum Ende der Übersetzung des Talks über 3G, 4G Modems. Wenn ihr uns Feedback zur